guck mal, Antje Bock! Ja. Ich will immer, dass Leute Masken aufsetzen. Das ist vor allem so viel Blödsinn in dem Video. Los geht's! Lars ist immer episch am Anfang. Mega Intro. Ja. Dazu können wir... Da war bei Nils zu Hause. Das finde ich jetzt eine Haare da. So ungefähr 50 cm vor meinem Gesicht, gerade so außerhalb der Kamera, war Nils mit der Kompressorpistole und hat mir halt einfach diese kombinierte Luft ins Gesicht gepustet, damit es halt irgendwie episch aussieht. Machen wir mal weiter. Es kommt schon einfach gut mit dem Licht irgendwie, so ein bisschen Nebel. Also man sieht ja nicht so viel von dem Hintergrund, aber ich finde, Nils Scheune sieht schon cool aus. Das habt ihr in seiner scheiß Scheune. Das ist seine scheiß Scheune. Und bevor wir da gedreht haben, war das alles vollgestellt, einfach mit allem. Wir haben die komplett leer geräumt und da waren so Holzdielen und wir haben aus diesen Holzdielen einen Boden gebaut erstmal, so ja. Quasi eine Bühne gebaut und jetzt auch richtig schön gescheppert. Da war dann auch mit dem Fuß aufgetreten. Ich habe immer Bock. Jetzt habe ich mich gefragt, ob das du mal nicht zu gesagt hast. Ja, also für uns ist es seit 3 Jahren ein etabliertes Meme. Geil wäre es, wenn es bei Konzerten, wenn wir es hinkriegen würden, irgendwie was zu fragen und das Publikum hat. Hat ihr Bock? Wir haben immer Bock! Genau, genau das müssen wir hinkriegen. In die Kommentare. Und immer die Kommentare sagen. Oh, ja. Lustige Stille. Ja. Das haben alle. Ja. Das ist einfach Natural Alex, oder? Das ist Natural Alex. Einfach richtig gut reinretuschiert. Ja, nee, jetzt wirklich da so ein Foto rausgesucht, wahrscheinlich von Insta oder so, und dann den Mund so abgeschnitten und dann passend zu dem Text. Nee, automatisiert. Es ist sogar so gesehen programmiert, wie sich dieser Mund zur Audioquelle bewegt. Ah, krass. Krass. Haben wir tatsächlich als letztes gedreht. Füllte aber gut aus, die Rolle, muss ich sagen. Mhm. Ja. Er hat auch darauf hingewiesen. Den musste er. Er hat sich natürlich monatelang Performance-Videos von Kersky angeschaut, um ihn gut imitieren zu können. Also da merkt man, wie einfach so viele verschiedene Langsrichtungen zusammenkommen und einfach sich geil ergänzen. Ja, ich finde, Kira bringt da auch nochmal eine richtig coole Note rein. Es baut halt übelst die Spannung auf und es kommt ja auch mehrfach im Song vor. Und jedes Mal ist es ein bisschen anders auch wieder. Also ich finde es sehr gut. Ja, mega die starke Stimme. Also das auf jeden Fall. Findet ihr eigentlich, dass der überall gut kommt? Nils Frisur ist einfach super cute. Nils allgemein. Allgemein. Musik ist gerade egal, der sieht einfach gut aus. Das ist natürlich Ich finde auch bei Dennis echt cool, wie sich seine Stimme so bei Dead Phoenix auch entwickelt hat und so weiter. Und dass er jetzt auch so Rap-Parts mit einbaut und sowas, ist ja auch bei deren eigenem Material, sage ich mal, jetzt auch mit drin. Und da kommt es halt auch übelst gut. Es ist halt auch nicht unangenehm. Ich finde, es ist bei Rap, gerade bei Metal, schnell unangenehm. Und das ist es da wirklich nicht. Das finde ich sehr geil. Ja. Und auch Dennis hat ja auch ein neues Projekt jetzt, Long Lost Gravity. Und da bringt er auch viel Klarstimme und auch so ein bisschen Rap-mäßig was rein. Krass. Da musst du ja mal anhören. Ah, und diese Maske, also darunter, das bin ich. Und da trage ich noch so eine rote Sonnenbrille. Die hatten wir auch für The Mask. Ja, ich hab die auch mal, du wolltest, dass ich die auch aufsetze. Ich fand die Vorstellung schon wieder richtig, das war richtig unangenehm. Ich will immer, dass Leute Masken aufsetzen. Ich habe auch eine Pferdemaske. Schade, dass Dennis heute nicht dabei sein kann. Der Part geht mir so hart in Tokyo Hotel. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich wusste aber schon von Anfang an, dass ich dich dabei haben will, weil ich finde, du kannst so gut singen und so gut schreien und du warst mir gleich im Kopf für so einen Übergangspart von sowas Ruhigen, dann wieder rein ins Harte, oder da kannst du so das Stimmliche ausleben, so eine schöne Note reinbringen und dann noch das Schreien zeigen, das, und kommt auch sehr gut, finde ich. Gut.
Das Witzige ist, ich habe den Part in der Zeit geschrieben, wo ich keine Möglichkeiten hatte, irgendwie laut zu singen, weil irgendwie meine alte Band schon nicht mehr war. Und ich hatte gar keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ich dachte, das ist so fucking hoch, aber irgendwie will ich, dass das so hoch ist. Ja, auf jeden Fall. Weil Alex hat auch schon den Solo-Blick drauf. Ja. So, oh ja. Und da kommt seine neue Gitarre. Der Lauf war der erste Sweet-Picking-Lauf, den ich jemals in der Aufnahme gespielt habe. Ah, wirklich? Oh, ja, ja. Ja, ja. Das Sweet-Picking musst du jetzt sogar für die Nicht-Gitarristen übersetzen. Ja, wenn man so in eine Richtung geht mit dem Plektron. Das ist eine krasse Technik. Das ist eine coole Technik. Sollte der Betreuer machen. Sag einfach. Genau. Und das ist Gitarrenmagie. Genau. Man sieht nur Alex, oder? Der nächste Stilwechsel, irgendwie trotzdem voll gut reinpasst. Igual killt alle zurück. Er hat einfach so eine Gangster-Ausstrahlung. Ja, Mann. So. Er bringt so die Street-Credibility mit für dieses Video. So gut gepasst zu diesen Moves, die er da abliefert. Das ist so optisch. Ich muss auch immer noch ehrlich gesagt, so dieser ganze. Also, es geht ja um Vielfalt irgendwie in dem Song, ne? Und ich finde irgendwie so dieser krasse Mix so. Und dann diese Maske so und das halt alles nebeneinander. Ich finde, das zeichnet das eigentlich sehr perfekt nach, was da gemeint ist. Mhm. Das fühlt sich nicht fremd an. Ja, das ist alles nett zueinander auch. Auch das Alien darf dabei. Spannend wird es, den Song mal mit allen Leuten live zu performen. Boah, das ist so geil. Das ist erst eine Bühne für mich. Ja. Ja, zum Ende hin, also ja, mit allen haben wir irgendwelche lustigen Sachen auch gemacht. Es war alles nichts geplant, war irgendwie spontan, aber ist uns immer was eingefallen, was wir machen können. Und dann haben wir dann schön zum Ende alles geschnitten. Und auch bei dem Dreh, das macht einfach so einen Spaß, da einfach nur Blödsinn zu machen. Kamera drauf und go. Es ist vor allem so viel Blödsinn in dem Video. Für jede zweite Einstellung ist einfach irgendein Blödsinn mit drin. Aber die sind immer so kurz, dass man nicht checkt, was da gerade los ist. Kann man ein paar Mal gucken und man entdeckt immer noch neue Sachen. Aber sie rockt das auch. Kann man ein paar Mal gucken. Sollte man ein paar Mal gucken. Da sehen wir auch gleich Martin nochmal, ne? Ja. Mit der schönen Mikrofon. Ja, genau, da ist es. Das klingt gut. Ja. Die Übergänge. Oh, das ist vor allem geil. Oh, nicht über alles. Ja, genau auf den Beat gefangen. Ja, genau. Das war natürlich One Take, erster Versuch natürlich. Ja, sehr gut. Dann taucht jemand von unten einfach mal wieder auf. In diesem letzten Kurs musste auch jeder Feature-Gast noch einmal kurz irgendwie auftauchen. Ja. So, ne? Das ist ja auch eine Aufgabe, aber das finde ich sehr gut, dass die Klappe irgendwie macht. Ja, Flossdance ist natürlich auch dabei. Oh, hier. Ja. Martin Elibra. Als wir das Projekt gestartet haben, war es noch Martin Near the Abyss. RIP. Tatsächlich ist es auch nicht die einzige Band, die nicht mehr existiert, ne? Alex? Ja. Vor 3,5 Jahren gab es auch noch Anywhere But Here. Genau. Die alte Band. Und jetzt sind Alex und Martin zusammen in einer Band. In den Lager. Ja, so. Die waren groß in den Mann, ne? Und die Band von Igual, Through This and Ice, gibt es ja auch nicht mehr, zumindest nicht mehr aktiv. Die haben mit 6 gefeaturten Bands angefangen. Davon gibt es nur noch 3, aber eine Neugründung. Tja, vielleicht sollten wir Songs nicht so lange. Vielleicht können wir versuchen, Songs fertig zu kriegen. Ja. Street Credibility. Und Alex natürlich mit der Maske. Die Maske, die überall dabei ist. Dieses fancy Oberteil, sieht halt einfach so aus. Mega nice Oberteil dabei. Die Maske muss in jedem Musikvideo dabei sein. Tatsächlich, komischerweise ist es so ein Ding, ich schaff's in jedes Video. Ja, irgendwie ist sie überall dabei. Also nur in den ganz, ganz alten nicht, aber sonst irgendwie ist die Maske immer dabei.
Ich fand das Projekt mega. Also mit allem. Die Message, die Leute, die Musik, mir hat es so viel Spaß gemacht. Ja. Voll. Ja, das stimmt. Also ich würde auch sagen, ihr habt es auch wirklich angenehm gemacht, auch wenn man mal, also ich natürlich nicht, aber wenn allgemein Leute länger gebraucht haben, um Tags einzuschicken oder so, dann war es immer ein Spaß. Zu antworten. Also hat sehr Spaß gemacht, mit euch das zu machen und ihr wart sehr offen und habt uns sehr da rein eingeladen und ja, hat sehr großen Spaß gemacht. Genau. Das freut uns, das sollte es auch sein, einfach irgendwie ein Ding, was allen Bock macht und wo irgendwie alle hinterher happy sind und ja. Und Spaß dran haben, aber trotzdem irgendwie auch ein Statement setzen. Genau. Das hat es getroffen. Ich bin auch froh, dass wirklich in unserer Szene, so nach meiner Wahrnehmung, die meisten Menschen offen und tolerant sind und ja, da klar gegen Rassismus und Ausgrenzung stehen. Ich glaube, es gehört ein bisschen zur Szene-Kultur, weil die ja auch irgendwie daherkommt ein Stück weit. Also einerseits ja politisch irgendwie aus dem Hardcore-Punk so Teile der Szene. Andererseits ist es ja, glaube ich, eine Szene, wo viele Leute Platz gefunden haben in ihrer Jugend, die es damals auf irgendeine Art schwer hatten. Entweder in ihrer sozialen Vernetzung oder halt biografisch, familiär, was weiß ich, so, die das irgendwie kennen, wie es ist, wenn es einem scheiße geht. Und aber andererseits, glaube ich, gibt es halt auch schon einige Anteile in der Szene, die das nicht so sehen. Und deswegen finde ich es halt super gut, das immer wieder irgendwie zu üben so, und klar zu machen, so wir als, mindestens als Berliner kleinen Underground-Bands. Sich gegenseitig darin auch zu bestärken, irgendwie ja, so. Ja, voll. Das ist wichtig, wir stehen dafür, wir zeigen das ganz klar auch nach außen.